Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge mit der Mammutaufgabe oder Mammutaufgaben, die wir haben. Ja, ich hatte eine längere Aufnahmepause, muss ich sagen. Und bin jetzt wieder drin, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was wollten wir alles machen. Wir haben so viel vorgehabt und ich weiß halt einfach nichts mehr. Und ich komme gerade von einer Horroraufnahme, die es seinesgleichen sucht, möchte ich fast gestehen. Also, ja, denn es wird tatsächlich auf dem Channel ein weiteres Horror-Let's Play laufen. Aktuell, ich denke, wenn das Video hier erscheint, wird wahrscheinlich das schon laufen. Alle zwei Tage kommt da ein neues Völkchen, so wie hier mit Brief Edge. Und ja, ich würde sagen, was wollten wir denn gemacht haben? Ich bin gar nicht mehr im Bilde. Wir wollten... Ich weiß gar nicht, was stand denn an? Die Normandie erreichen? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ah, den Unendlich-Handsch. Oh ja. Viermal Plastik. Lykoplasma. Wo kriegen wir Lykoplasma her? Ist das eine Ressource? Lykoplasma. Ja, stimmt. Das wollten wir machen. Den aufgeschnittenen Asteroiden mit dem Greifer. Wir brauchen einen Greifer. Dann lass mal gucken. Haben wir einen Greifer noch da? Haben wir. Haltbarkeit 15. Der ist neu. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch erstmal was essen, was trinken. Warte. Das nehmen wir erstmal zu uns. So. Gestärkt. Gestärkt und gesund geht's los. Und wir werden jetzt ein wenig losdüsen. Und ja, was wollte ich gesagt haben? Ja, wie gesagt, ich habe ein neues Horror-Let's Play aufgenommen. Und ja, wie gesagt, wenn die Folge hier erscheint, wird wahrscheinlich die erste schon raus sein. Und ich kann euch sagen, oh mein Gott, es wird so furchtbar. Ich habe 5 Folgen bisher aufgenommen und ich musste jetzt erstmal Brief Edge ein bisschen spielen, weil oh Gott, es war so furchtbar. Es war, also... Lasst euch auf jeden Fall überraschen, es wird richtig cool. Also, da kommt ihr definitiv auf eure Kosten. Und man muss tatsächlich sagen, es ist ein Indie-Game, ein Indie-Horror-Game. Und es ist unfassbar gut, wie das aussieht. Es ist mit der CryEngine entwickelt worden. Und es sieht dafür halt einfach unfassbar gut aus. Und ich bin immer noch unglaublich überwältigt und baff, wie gut das einfach aussieht und auch wie gut das die Atmosphäre rüberbringt. Es ist ein bisschen cringy, ja, aber nicht so cringy wie andere Spiele, die wir sonst immer hatten. Denn es ist tatsächlich so, dass man eigentlich das kaum bemerkt, weil die Engine das eigentlich schön überspielt. Wenn man jetzt nicht die Charaktermodelle sich anguckt oder so, aber ansonsten ist das schon echt cool. So, jetzt düsen wir natürlich erstmal hier dran vorbei wieder. Am besten da unten raus einmal. Und schau mal, ob wir dieses Lykla... Schlag mich tot. Finden können. Denn in so... Ja, so Gesteinsablagerung werden wir das wahrscheinlich finden, ne? Glaube ich jetzt zumindest. Naja, aber auf jeden Fall, ich brauchte jetzt definitiv erstmal eine Pause, damit wir jetzt hier, oder damit ich mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen kann, denn, holy shit, da waren Szenen dabei, boah, da habe ich mich echt, also da habe ich mich teilweise echt ein paar Mal erschrocken, aber das werdet ihr ja dann sehen, alles weitere kommt ja in den nächsten Folgen dann. Naja, aber was wollte ich gesagt haben und nicht lügen, erstmal... Vielen, vielen Dank an euch. Ich habe das, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Vielen, vielen Dank für die Leute, die alle hier gucken, die Videos. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Resonanz nimmt. Also, wie gesagt, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt. Also, im Schnitt um die, ja, 15 bis fast sogar 30 Aufrufe pro Video bei Brief Edge. Und, unglaublich. Also,
Ich bin anscheinend doch nicht alleine. Dem das Setting gefällt. Und für ein Survival-Game ist das was anderes, muss ich sagen. Und mir macht das unglaublich Spaß. Ja. Frage mich, ob ich hier irgendwo was abbauen kann an diesen Kratern oder da hinten vielleicht. Was müssen wir da machen? Auch irgendwas reparieren? Bin mir gar nicht so sicher. Ah ja, hier war Dings, stimmt. Da war ja nur der mit seiner Gitarre. Aber können wir hier was abbauen? Ich weiß doch gar nicht, wie das aussieht. Oh, Sauerstoff. Ich nehme mal eine Sauerstoffkerze. Können wir das hier abbauen? Nee. Da, ich sehe was leuchten. Oha. Hohe Temperaturwarnung. Was? Ja, aber wir können das abbauen. Das ist nicht weit weg. Ich würde tatsächlich das einmal probieren, mit dem Greifer das eben schnell abzubauen. Schaffen wir das? Oder gehen wir kaputt daran? So schnell? Weiß halt nicht, wie schnell wir sterben jetzt hier durch. Oh, warte, ich will das abbauen. Oh, fuck, das war nicht gut. Oh, wir sterben. Oh nein. Du bist tot, Genosse. Nein. Da können wir das aber, glaube ich, abbauen. Aber ich kam da jetzt nicht dran. You lie again. You are here. That means death was impossible. Sie lügen schon wieder. Sie sind hier. Das bedeutet Tode, was unmöglich war. Sagen Sie die Wahrheit. Was? Ja, Autospeicherung laden. Verdammt, jetzt sind wir tatsächlich gestorben. Mann. Also brauchen wir einen Anzug, der Hitze aushält. Hallo Spiel? Das wäre ganz großartig. Ich bin gespannt, wo der jetzt lädt. Wenn der überhaupt lädt. Dramatische Musik. Wo hat er denn jetzt gespeichert? Wir haben jetzt einen Scanner wieder inne. Nein! Der hat einen anderen Speicherstand geladen. Warte mal. Ich kann nicht. Ich gehe mal zum Menü. Ja, möchte ich. Verdammt, der hat einen falschen Speicherstand geladen. So ein Mist aber auch. Mist. So, spielen. Laden. So. Das tut mir jetzt leid. Okay, also brauchen wir einen Hitzeanzug. Dafür ist der Hitzeanzug dann auch da, den wir craften können. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon... Ich glaube nicht, dass wir den schon auf... Genau, jetzt sind wir wieder richtig. Genau, so. Genau. Sieht man das schon im Inventar, schon ganz anders. Der Greifer auf 2, das Gummi lege ich auch noch ab. Wir wollten essen, trinken, haben wir auch gemacht. Also wissen wir schon mal, dass wir da nicht hin können. Die Frage ist jetzt, können wir... Wir haben so einen Anzug gar nicht, ne? So einen Hitzeanzug. Strahlenanzug haben wir. Aber den werden wir wahrscheinlich später erst bekommen. Jetzt meine Frage. Das heißt, wir können den Schaber... Den unendlich Schaber noch nicht bauen. Wir müssen jetzt versuchen, erstmal die anderen Dinge zu... Also quasi die anderen Dinge jetzt erstmal zu machen, wie da hinten. Dass wir da erstmal hindüsen. Waren wir da nicht schon gewesen sogar? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, wir schauen jetzt erstmal... Nee, gut, wie gesagt, also, vielen, vielen Dank für die Leute, die alle gucken, die Videos regelmäßig und Spaß daran haben, uns hier zu begleiten, quasi, in diesem tollen Weltraumabenteuer.
Oh. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Hier ist ja Kälte. Ja, dann. Waren wir da noch nicht gewesen? Weil da noch so eine Faust ist, oder? Da gibt's Sauerstoff kostenlos. Würde ich vielleicht mal kurz andocken. Doch, wir waren doch beim letzten Mal hier. Zur Normandie da hinten kommen wir definitiv nicht. Das war, glaube ich, zu weit weg. So, ich würde hier einmal schnell auftanken. Weil es ja hier kostenlos ist. Ah ja, hier haben wir den Kohleautomaten bekommen, ne? Stimmt. So, ich fülle mal eben auf. Ah, atmen. Atmen, atmen. Ah, geil. So. Gut. Aber normalerweise waren wir da auch gewesen, oder? Ist das nicht das, wo die Mayo ist? Müssen wir mal gucken, ob wir so eine EMP-Granate oder so mal bauen können. Oder so eine normale Granate. Schauen wir mal. Mein Gott, mittlerweile sind wir, glaube ich, schon irgendwie bei Folge 20 fast angelangt oder so. Oder 19. Wir sind fast bei 20 Folgen schon. Es ist unglaublich, wie das einfach vergeht, die Zeit. Das ist unfassbar. Ja, ich glaube, das ist das hier mit der Mayo. Wir müssen da reinkommen. Finde einen Weg, die Mayo in den Kern des Linienschiffs zu bringen. Ja, obendrauf sind auf jeden Fall Waffen. Ja, obendrauf sind Waffen, die auf uns zielen. Und wir müssen irgendwie die Mayo da reinkriegen. Aber welche Mayo? Das hat er nicht gesagt. Also. Nein, wir haben keinen. Doch, haben wir noch. Nicht lügen. Ich nehme alles mit. So. Und hier haben wir beim letzten Mal schon Probleme gehabt, weil wir nicht wussten, wie wir da reinkommen. It's strange that this section is protective of weapons, seeing that the dairy products don't cost much. Schieß auf uns, ne? Schießt er auf uns? Da oben sehe ich aber keinen... Ja, die schießen auf uns. Hier sehe ich aber keinen Eingang. Oder ist das der Eingang? Nee, ne? The doors are locked. These locks can only be opened with a special tool from outside. Or alternatively, they can be broken. You are good at doing that. Die Tür ist... Okay, die Tür ist verschlossen. Warte mal. Die Tür ist verschlossen. Okay, wir kommen... Ah, hier, warte mal. Oh, warte mal. Hier geht was. Hier, Tür öffnen. You must unlock the doors. Not in Riegelungs... Was? The doors. Not in Riegelungshebel. You must unlock the doors. Wir müssen zuerst die Tür entriegeln. Okay, aber wie? Oh, hier, warte mal. Sprengstoff benötigt. Oh, wir brauchen Sprengstoff. Alles klar. Ja gut, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Das heißt, wir machen das mit der Mayo als erstes. Aua. Gut, das heißt, wir düsen jetzt erstmal zurück und gucken, was wir für Sprengstoff brauchen. Ja, ich weiß, Sauerstoff nicht unbegrenzt. 18. Komm, wir gönnen uns mal die Pulle. Was ist das denn hier? Ein Baukasten. Wir haben einen Baukasten gefunden. Gut. Das heißt also, wir brauchen eine, wahrscheinlich eine normale Handgranate oder so und müssen dann da die Türen sprengen. Weiß nicht, ob wir beide sprengen müssen oder nur eine. Vielleicht vorsichtshalber zwei Granaten bauen dann. Jetzt düsen wir erstmal zum Schiff und gucken erstmal, was wir dafür brauchen. Muss halt alles untersuchen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir alles immer untersuchen und angrabbeln und angreifen. Oder nicht angreifen, aber halt anfassen und halt untersuchen. Das ist ganz wichtig.
Damit wir halt auch immer rausfinden, was wir wo, wie brauchen und so. Wer hätte das gedacht, wo wir damals da oben irgendwo gestartet sind, dass das so Ausmaße nimmt? Vor allem mit den Aufgaben oben rechts. Wer hätte das jemals gedacht? Ja, Gefriergefahr. Ich will aber tatsächlich nochmal einen Schaber bauen, weil wir müssen wahrscheinlich bestimmt gleich irgendwie was abbauen oder so. Aber ich muss sagen, mit dem Moped hier geht schon relativ gut, also da sind wir schon echt flott. Gut, dass wir es gefunden haben. So. Schwupps. So, dann gucken wir mal. Bett. Okay. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, was haben wir denn hier? Ist das hier bei Werkzeuge? Rindgranate? EMP-Granate? Ein heftiger Sprengkörper. Ich glaube, das ist es. Batterie, Dose Rindfleisch und Metall. 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 Batterie brauchen wir. Dose Rindfleisch haben wir. Batterie. Wo kommt die Musik her? Die war doch vorher nicht. Wir brauchen aber noch eine Dose Rindfleisch. Wo finden wir die eigentlich? Ressourcen. Ist das hier? Shuttle-Küchen. Lebensmittelabteile. Biomodul. Ah. Die Biomodule hatten wir doch. Warte mal. Kann ich hier mal eben... das Metall mal eben mitnehmen. Die anderen Sachen schmeißen wir mal eben wieder raus. Russischivsia. Da will ich mal eben Scha... nein. Mal eben einen Schaber bauen. Was ist das für eine Musik? Ich meine, wir können ja schon eine Granate mal bauen. Dann haben wir die. Haben wir zwei handliche Schaber. So, die brauchen nur einen Platz. Wir brauchen jetzt noch eine Dose Rindfleisch. Das heißt, ich weiß nicht mehr genau, wo war die... Wir hatten eine Station gefunden. Ich weiß, dass wir eine Biomodulstation gefunden hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Wo auch Nahrungsmittel und so waren. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo das genau war. War das da irgendwo gewesen? Oder war das da? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder da oben vielleicht? Es wäre schön, wenn man vielleicht bei den Aufgaben sich vielleicht die Quests vielleicht selber anpinnen könnte. Das wäre noch toll, weil sonst hat man hier so viele Sachen und es ist alles nur ein Symbol in dem Sinne. Dass man vielleicht die Aufgaben einzeln anpinnen könnte, das wäre ganz toll. Naja. Das war der mit seiner Gitarre da oben wieder, ne? Gucken wir mal. Entweder war es jetzt da oben. Bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher. Könnte sein. Kann aber auch nicht sein. Düse jetzt erstmal nach da oben. Da gibt es noch eine Sauerstoffstation. Rechts ist eine Waffe. Also ein Geschütz. Ja. Ach nee, das war der, wo der Roboter war, ne? Okay. Das war das auch nicht.
Da war das auch nicht gewesen, ne? Verdammt, wo war das? Versuch mal jetzt so schnell wie möglich dahin zu kommen. Wo war das, wo wir das mit dem... Nee, das war das hier mit der Mayonnaise, glaube ich, ne? Da unten ist auch noch eine Station. Guck mal hier. Waren wir hier schon? Hier ist eine Luftschleuse. Ja, ich glaube, wir waren hier schon mal gewesen. Lass mal eben schnell Sauerstoff tanken. Sag mal hier, was ist das hier? Achso, Titankugel, okay. Ah ja, hier war der junge Mann mit der Hantelbank, ne? Genau. Ich hätte gern ein bisschen Sauerstoff, danke. Aber wo war die Biomodulstation? Das wäre jetzt interessant zu wissen. So. Ich habe das Gefühl, je weiter man voranschreitet im Spiel, desto intensiver und harmonischer wird auch die Musik. Was ist das denn da? Analysieren. It would be useful to have a powerful soil analyzer with the function of deep scanning, which is usually used by biologists and treasure hunters. Da brauchen wir so einen Analysierer. Den haben wir, glaube ich. Den können wir, glaube ich, auch bauen. Okay. Verdammt, 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 verdammt. So viele Wege, so viele Sachen, die wir machen können. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Ja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir was Nützliches hier. Auf jeden Fall Lebensmittel. Was ist das denn hier? Ich will das aber gar nicht scannen. Ausstellungsstand. Ja, ganz toll. Die Hamster sind da drauf ausgestellt. Toll. Ja, ich kann es mitnehmen, essen. Warum nicht? Und trinken. Aber ich hätte gerne eine Dose Rindfleisch. Das wäre ganz toll. Da hinten ist die Normandie. Da kommen wir noch nicht hin, leider. Ja, gucken wir mal. Aber irgendwo war doch eine Station gewesen, wo wir doch auch Nahrung gefunden hatten, oder? After looking through the technical support application statistics, the agency decided to deal with the linearity of jokes in their spacesuits. Now you can always choose joke 1 or joke 2 if you buy a special Breath Edge 2 button gamepad. Ja, dann. Ach, wie schön es einfach ist, hier lang zu düsen. Wenn nicht, müssen wir gleich notgedrungen eine Sauerstoffkerze nehmen. Ich kann mich entsinnen, dass wir in einem Modul durchgelaufen sind, so eine Art Biomodul, wo halt überall Pflanzen waren, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ist halt jetzt auch schon so lange her. Oha, was ist das denn? Ja, Sauerstoff nicht unbegrenzt, ich weiß. Nehme mal eine. Kann ich bestimmt nicht anfassen, ne? Au! Don't touch the active cores. Ja, ja! I warn you! Na dann. Okay.
Dann sollten wir einfach mal das ausprobieren mit einer Granate. Wo wollten wir denn da nochmal hin? Wo war denn das? War das da? Da war das, ne? Oder? Mit der Granate jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe so eine Orientierung, ähnlich wie eine Weißbrotscheibe. Da oben war das. Da müssen wir hin. Wir haben die Granate jetzt. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Ob wir die ausrüsten müssen. Das müssen wir jetzt gleich mal schauen. Oder war das hier gewesen? Ah ne, hier war auch so eine Art Raumstation. Genau. Was war denn hier nochmal gewesen? So, neutralisiert. Untersuchen. Ein Kamm, okay. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal schon. Alter, wie viele Steckdosen der einfach hat. Ach ja, hier hatten wir, genau, stimmt, hier hatten wir ja eine Werkbank gehabt. Ja, ich entsinne mich. Kein Radio, nichts. Das ist auch hier quasi eine Station. Hier gibt's Wasser. Aber ansonsten ist hier nichts Interessantes. Okay. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal Sauerstoff. Das ist schon mal gut. Kostenlos for free. Also heißt es für uns, wir düsen weiter. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn ich sehe schon wieder, die Uhr läuft mir schon wieder davon. Und dann schauen wir mal, ob wir da oben, dort an der Faust, bei Iron Fist quasi, ja, den Sprengstoff anbringen können und die Tür zu öffnen. Und das wird sehr spannend. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.